Ich weiss nicht, von wo ihr kommt. Ich bin aus den Bergen gerade runtergefahren, aus dem schönen Graubünden. Und dann habe ich mich die Frage gestellt, welcher Kanton ist eigentlich der beste Kanton der Schweiz? Das finden wir heute Abend raus. Ich habe Contestant mitgebracht, ich darf gerade raufkommen. Come on, let's go! Gib ihnen einen Applaus. Hey, für wer tust du heute Abend berlen? Für den Kanton Bern. Haben wir Leute aus Bern da? Noch nicht, okay, die kommen, die sind zu langsam. Für wer tust du ist da? Thurgau. Thurgau. Oh, Thurgau, okay. Für den einzig wahren Kanton Zürich. Hey. Ich für den schönen Aargau. Wo haben wir Aargauer? Und Kanton Schweiz? Ja, die sind auch noch am Anreisen, okay. Und der letzte noch? Graubünden. Haben wir auch noch nicht wirklich viel? Okay, also ihr dürft heute helfen. Das Game ist, dass sie im Publikum in Sachen gehen holen, die ich ihnen auftrage. Ihr müsst gut zuhören. Wir fangen nämlich gerade mit der ersten Challenge an. Der letzte, der zurück ist, geht leider raus. Darum würde ich sagen, macht euch schon mal bereit. Als erstes findet für mich jemanden, der aus eurem Kanton kommt. Jawohl, so sieht man. Von wo bist du? Dübendorf. Gut, von wo bist du? Thurgau. Thurgau? Thurgau! Aargau. Okay, das ist schon mal approved. Danke euch vielmals. Ich darf jetzt gerade noch mal abhocken. Schon mal. Da, oh, das ist fast gleichzeitig. Von wo? Also, mein Vater kommt von Bern. Okay, knapp noch. Da sehen wir leider schon. Graubünden war wirklich nicht vertreten gewesen. Von wo bist du? Von Siebenbürgen. Siebenbürgen. Danke vielmals. Du darfst auch schon wieder absitzen. Und du darfst leider anhöckeln. Wir machen gerade weiter mit der zweiten Challenge. Sind ihr ready? Bringt mir einen FCB-Fan. Also, wenn irgendein FCB-Fan sich da rein traut, also... Was? Du bist FCB-Fan, kannst du... Ja, voll. Okay, danke vielmals. Darfst du auch noch hocken? Du bist sieben Ding. Du darfst auch noch hocken, ist gut. Du bist FCB-Fan? Ich muss. Du musst. Okay, ist gut. Danke, zählt. Lassen wir noch gelten. Bist du FC... Joel? Nein. Ich bin FC Barcelona, was auch FC... Nein. Ist kreativ, zählt. Ich muss leider Rico. Du darfst leider auch noch hocken. Nächste Challenge, und zwar bringt mir jemanden, wo es... Oh, Fiona, hast du auch niemanden gefunden? Du darfst auch gerade anhocken, es tut mir leid. Hat es nicht gelangt. In dem Fall für euch drei, bringt mir jemanden, wo das Berggeräusch anmachen kann. Los! Okay, hören wir mal. Approved, danke vielmals, Janine. Sehr gut. Es geht das Battle. Wer ist schneller? Ja, Zell, du darfst leider abhocken, Benni. Sorry, es war Spargzeit. Danke für deinen Einsatz. Jetzt haben wir den Battle, hä? Letzte Battle für euch. Bringt mir jemanden mit weissen Socken. Weissen Socken. Ich glaube, das lassen wir erzählen. Das langt. Lea, das tut mir leid. Das war langsam. Hey, Contestant, die dürfen gerade alle nochmal aufstehen, weil wir kommen in die Siegerehrung. Und das machen wir ehrenvoll. Ihr dürft alle gerade aufstehen, euch ein Hand schon mal aufs Herz legen. Weil wir werden die Hymne hören von dem Kanton, der sich heute als der beste Kanton herausgestellt hat. Der beste Kanton. Vom 14. August 2022 im ISF Zürich bestimmt heute am Abend. Man kann es nicht fassen und nicht glauben. Er hat sich klar als Sieger herausgestellt. Der beste Kanton ist Kanton Zürich! Logisch! Come on! So, wir geniessen es eine Runde. Yes, come on! Geben wir einen Applaus. Ich würde sagen, wir übergeben an Paul. Danke vielmals fürs Mitmachen und geniessen den Abend. Hey, liebe Freunde, wir schliessen heute Abend die Serie Live Love ab. Wir haben viel über die Liebe geredet und auch eben, wie in dieser Welt Liebe amix uns entgegengebracht wird, wo Gott amix sagt, ja, ist genau das Gleiche. Und amix ist es auch so anders als das, was die Bibel sagt oder wo Gott denkt. Gott eigentlich sagt, ich selber bin ja sogar die Liebe. Und heute reden wir über ein Thema, wie kann sich die Liebe von Gott in meinem Leben wirklich verankern? Und das klingt jetzt mal noch nicht so tief vielleicht, aber schlussendlich geht es wirklich darum, dass die Liebe, weißt du, wenn ich so Leute sehe, die lange mit Jesus unterwegs waren, dann gibt es die, die
lange mit Jesus unterwegs sind. Und dann gibt es die, wo ich das Gefühl habe, die sind so innen dran, so pflüderli weich aufgeweicht von der Liebe von Gott. Und würde mir ein Herz nehmen und ausdrücken, würde die Liebe von Gott so rausquillen. Man fühlt sich schon nur wohl in ihrer Nähe, weil es so krass ist. Und so eine Person möchte ich werden, so verwurzelt, drängt in dieser Liebe von Gott in allem, wo ich bin und wachsen und mich immer mehr verankern. Aber vorne angefangen. Mit 4 bin ich das erste Mal dem Gott begegnet. Ich habe mit meiner Mami ein Lied gesungen, und zwar das. And I, und jetzt ihr! Sehr geil. Es war nicht ganz das Lied, es war ein anderes Lied, wo es darum ging, Gott, ich gebe dir mein Herz. Und mit 4 habe ich die wichtigste Entscheidung von meinem Leben getroffen. Ich gebe dir, Gott, wirklich mein Herz. Und dann hat etwas angefangen, hat wirklich so eine Liebesbeziehung mit Gott angefangen. Schau, wenn du Gott dein Herz gibst, dein Leben gibst und mit ihm unterwegs bist und Jesus dein Retter wird, dann fängt an, sich Gott immer wieder dir zeigen und seine unglaubliche Liebe. Du hast immer wieder so einen Moment, wo Gott dir ins Ohr flüstert. Joel, ich verspreche dir! Du lernst Gottes Liebe immer mehr und mehr kennen. Du hast so einen Moment, vielleicht wie du jetzt gerade einen hast in der Worship heute, wo du am Arbeiten bist und merkst, einfach Gott liebt dich so fest und es ist irgendwie spürbar innerlich. Voll real. Und dann habe ich auch angefangen, die Bibel zu lesen. Und dann kommen so, es gibt so krasse Verse über die Liebe von Gott. Ich muss euch einen vorlesen, Römer 5, Vers 8. Gott dagegen beweist uns seine grosse Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Das heisst, Gott hat sich schon entschieden, mich zu lieben, mit dieser ganzen Liebe und seinen Sohn zu geben, wo ich noch gar nichts vorzuweisen hatte. Leistung beeindruckt ihn nicht. Und ich habe realisiert, dass Gott mir in so vielen Bibelversen immer wieder sagt, and I, und alle, ist das schön mit unserem Jesus? Du bist immer gefüllt mit dieser Liebe, habe ich gemeint. Und dann ist so mein Weg mit Jesus weitergegangen und ich habe realisiert, es gibt mega viele Momente, wo ich mich gleich nicht geliebt fühle. Ich bin in eine crazy Identitätskrise hineingekommen, ich habe mich nur noch abgelehnt und gefunden, es wäre viel besser, ich wäre gar nicht auf den Planet gekommen. Es ist in meinem Leben ist viel passiert. Mega oft hatte ich so ein Loch im Herz, eine Leere, habe mich verlassen gefühlt. Und ich hatte vor allem ein Problem, weil eigentlich weiss ich doch, ich kenne die Liebe. Ich habe Gott gehört singen über meinem Leben. Ich liebe dich für immer. Und irgendwie habe ich es doch irgendwo erlebt und gesehen. Und gleich, warum fühle ich denn so? Oder Angst? Theoretisch darf es ja keine Angst mehr geben in meinem Leben. Weil die Liebe vertreibt alle Furcht. Und die Liebe von Gott habe ich in meinem Leben. Also sollte ich doch eigentlich keine Angst mehr haben. Denkst du? Ich habe so viel gelitten unter Angst, die mich versuchen einzunehmen über die Zukunft, alles geht kaputt. Und so viel Angst. Und ich habe gemerkt, ich muss das irgendwie lernen, wirklich verstehen. Mein Herz ist wie ein Kanister, wo sich da nur halb voll fühlt. Aber mit dem restlichen Teil habe ich ein riesen Loch, Gott. Füll das und wie kann ich dort ankommen, wo die Liebe von Gott mich irgendwie ganz erfüllt? Kennst du das? Der Wunsch, endlich mal erfüllt sein von dieser Liebe von Gott, von dieser Güte. Wie Gott hat sich entschieden, mit Liebe ja uns zu leiten, nicht mit Drohungen, sondern mit Liebe. Wie kann mich das ganz erfüllen? Das ist eine wichtige Frage. Und sie ist nicht einfach zu beantworten. Ich habe recht eine Zeit mir müssen in dem Innen zum Suchen. Wie komme ich an die Quelle von dieser Liebe von Gott? Ganz praktisch, jetzt ganz, ganz praktisch, nicht in der Theorie oder in Stimmungen oder in Emotionen. Es gibt etwas, was uns die Welt ja als Lösung vorschlägt. Wenn du ein Loch hast im Liebestank, dann ist ganz einfach, lieb dich einfach selber ein bisschen mehr. Ich habe das gehört, auch das Zitat haben wir auch am Anfang dieser Serie mal gehört. Wenn du dich selber liebst, bist du unabhängig davon, ob es andere machen. Ist doch geil. Du bist sogar unabhängig davon, ob du Gottes Liebe gerade wieder ein bisschen mehr erlebst oder weniger erlebst, weil du fühlst dich einfach selber. Und dann gibt's, ich habe den Bibelvers
ich gebe wirklich zu, ich habe den auch schon so ausgelegt und ich merke, es ist eigentlich nicht ganz korrekt. Es gibt doch den Bibelvers, wo Jesus gefragt wird, was ist das wichtigste Gebot, Jesus? Und dann sagt er, du sollst deinen Gott lieben, von ganzem Herz, von ganzer Seele, all deine Gedanken, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selber. Also in dem Bibelvers steht ja, wir sollen Gott mehr lieben, wir sollen Menschen mehr lieben und wir sollen uns selber mehr lieben. Stimmt grammatikalisch eigentlich wirklich nicht. Der Bibelvers sagt das nicht. Nie in der Bibel steht, du musst noch mehr dich um Selbstliebe kümmern. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Wieso steht das nie? Jetzt eigentlich steht da, du sollst die anderen so lieben, wie du dich eigentlich sowieso schon liebst. Also die Bibel macht eigentlich ein Statement, hey, du liebst dich im Fall selber genug. Ich gratuliere dir, dass du dich selber so fest liebst, dass du bis zum heutigen Tag nicht verhungert bist. Auch nie verdurstet. Und niemand von da ist nackt oder in Winterkleider da reingekommen. Also das heisst, ihr habt euch heute sogar überlegt, schön auszusehen. Das heisst, du kümmerst dich um deine Bedürfnisse, um deine ganz einfachen Nöte, jeden Tag, die ganze Zeit. Hast Schmerzen? Schaust, wie du sie stillen kannst. Hast du Not? Schaust, wie du kannst irgendwie dem begegnen. Also du kümmerst dich mega fest und der Bibelvers sagt eigentlich mehr, du sollst die anderen lieben, so wie du dich immer um dich selber kümmerst. So wie der Micha. Der Micha ist mein Hero. Der ist unser IT-Guy im Office und jeden Dienstag bringt er Früchteplatten mit ins Office. Warum? Ihm ist es wichtig, gesund zu essen. Und wenn es ihm für sich wichtig ist, sagt er, ich liebe die anderen, wie ich das mit mir mache und bringe für alle feine Früchte. Das ist doch crazy, oder? Micha! Das ist gemeint mit dem Bibelvers. Schau, warum, ich mache dir hier ein Bild, warum sagt die Bibel nicht einfach, das hörst du ja heute auch oft, ja, lieb dich einfach mehr selber. Lieb dich selber wirkt ein wie das, du nimmst etwas, das in deinem Tank ist. Da ist Glas rein. Und leerst es oben wieder rein und sagst, oh, ich liebe mich selber. Wegen dem füllt sich mein Leben nicht. Und sich selber zu lieben, ist übrigens, meine ich, nicht das Gleiche, wie du fängst an, die Liebe von Gott in deinem Leben anzunehmen. Und annehmen die Gedanken, wie er über dich denkt, denke ich jetzt auch über mich selber. Die Liebe von Gott annehmen, absolut. Aber einfach aus dir selber jetzt dich mehr zu lieben, das sagt die Bibel so nie an keinem Punkt, den ich bis jetzt gefunden habe. Ich habe gemerkt, an dem Punkt, ich muss irgendwie bei dem Kanister umdenken. Und dann habe ich einen Bibelvers gesehen, Römer 5, Vers 5. Dort steht, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Also Gott hat seine Liebe schon ausgegossen in mein Herz, aber zu wenig Gott. Ich fühle mich leer. Dann lies weiter. Da steht nämlich, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist die Liebe, die in mein Herz ausgegossen ist. Also ich habe gemerkt, ich habe so ein Bild von mein Herz fühlt sich leer an. Also es ist wie ein Kanister und muss endlich mal gefüllt werden mit irgendetwas, was sich Liebe nennt und so eine Flüssigkeit ist. Die Bibel sieht das nicht so, dass Gott uns füllt mit irgendetwas, wo eine Flüssigkeit ist, wie eine Droge und dann wirkst du dich plötzlich so erfüllt, sondern es ist etwas anderes. Gottes Bild, für das er uns füllt mit Liebe, ist so wie auf der Leinwand, dass der Heilige Geist in dir Wohnung genommen hat. Und wo der Heilige Geist ist, verbreitet er Liebe die ganze Zeit. Du begegnest ihm, du hörst auf ihn, hörst seine Stimme und er liebt, er liebt, er liebt. Und du laufst umeinander, hörst auf den Heiligen Geist, denkst wie er, siehst wie er. Und die Liebe geht in dich rein, durch dich durch. Und es ist ein Liebesüberfluss, weil der Heilige Geist in dir lebt. Verstehst du? Das Problem ist, ich denke immer noch sehr oft so wie ein Kanister. Das Kanisterdenken, das ist so, es sucht immer Erfüllung. Gott, ich fühle mich leer, fühle mich wieder. Und Gott antwortet mir sehr oft, ja, ich schenke dir Beziehung. Und in dieser Beziehung, die wirkt erfüllend. Aber nimm dir wieder mal Zeit. Es ist nicht einfach, ich mache Schnips und fülle dich mit einer Drogenflüssigkeit, die Liebe heisst. Sondern ich sage, komm zu mir, das erfüllt Beziehung. Mein Kanisterdenken ist sehr oft selbst zentriert. Was brauche ich? Aber das Heilige Geistdenken ist Gott zentriert. Okay, was
braucht unsere Beziehung Gott. Das Kanisterdenken schaut nach innen. Wo habe ich einen Mangel? Das Heilige Geistdenken schaut nach oben. Gott, wie denkst eigentlich du über mich? Du, was ist deine Wahrheit über meine Situation? Das Heilige Geistdenken, das Kanisterdenken sieht immer, was fehlt. Und das Heilige Geistdenken sieht, wo ist. Der Heilige Geist ist ja schon in mir. Er führt mich schon in alle Wahrheit. Ich habe eine unglaublich lebendige Beziehung. Das Kanisterdenken wird immer näher, überall, so schnell wie es geht, von heute auf morgen, jetzt schnell. Und das Heilige Geistdenken weiss, es ist ein Empfangen. Und das braucht amix Geduld. Aber Gott schenkt dann schon, er füllt dann schon, ich werde empfangen. Das Kanisterdenken füllt sich einfach mit dem, was es gerade gibt, und das kenne ich. Dann fühlst du halt, wenn du Gott nicht erlebst, dann machst du halt irgendetwas anderes, was dich füllt. Und das Heilige Geistdenken lässt sich von Gott füllen und wartet, bis er kommt und im richtigen Mass das gibt, was mich wirklich braucht. Das Kanisterdenken sucht immer geliebt werden. Das Heilige Geistdenken liebt sogar noch darüber aus. Also, ich empfange eine Liebe, einen Heiligen Geist, und ich empfange die Liebe mit dem Heiligen Geist, dass ich sogar im Lieben, dass ich andere liebe, aufgefüllt wird vom Heiligen Geist. Und jetzt kommt sogar so, der Bibelvers ist crazy. Aber wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns, der Heilige Geist bleibt in uns, und seine Liebe kommt in uns sogar zur Vollendung. Die Vollendung, das Fülle, das Gefühlsein. Sogar wenn ich Liebe weitergebe, werde ich voll. Wenn du ein Herz haben, das verankert ist in der Liebe, dann lass den Heiligen Geist mehr und mehr wirken und wird ein Team mit ihm. Miri, das Zweite, was wir machen können. Ja, der zweite Punkt, den wir möchten anschauen, ist, die Liebe verankert sich in unserem Herzen, wenn wir lernen, ihm zu vertrauen. Wenn du und ich ihm lernen zu vertrauen, gerade auch in herausfordernde Situationen, wo es eben nicht ganz immer so einfach ist. Hey, wir haben das Kanisterdenken angeschaut und das Heilige Geistdenken. Und ich glaube, unser Wunsch von uns allen ist natürlich, im Heiligen Geistdenken zu unterwegs zu sein. Aber das ist damit gar nicht so einfach. Gerade, wenn wir herausgefordert sind. Weißt du, ich hätte gerne so eine Taube, die immer wieder mal im Alltag über mich fliegt. Jetzt nicht auf mich schießt, aber vielleicht einfach mal so ein Herzchen runterfallen lässt, damit ich ja nicht vergesse, dass ich im Heiligen Geist denken möchte laufen. Dass es einen Gott gibt, der dich und mich einfach mega gern hat. Der dich sieht. Auch in deinen Herausforderungen. Und ich habe eine Geschichte, die ich liebe im Alten Testament. Ich möchte ganz kurz mit euch dort eintauchen. Und so lesen wir die im 1. Samuel 24. Dort haben wir den jungen David, der Gott Prophezeiung bekommen hat, dass er der nächste König von Israel wird. Er befindet sich aber nicht auf dem Weg im Palast, sondern ist auf der Flucht vor dem Saul. Und der Saul war der damalige König. Und der Saul hat den David gehasst. Er hat 3000 Elitesoldaten zusammengesammelt und ist dann den David jagen. Und wir lesen dann in dem Vers 5 von dieser Begebenheit, dass der David mit seinen Jungs in die Höhle gegangen ist, um sich zu verstecken. Und genau in dieser Höhle kommt der Saul, um sich auszuruhen. Das ist doch der Moment. Das ist der Moment, wo die Jungs am David flüstern und sagen, hey Bro, jetzt kannst du ihn killen. Jetzt kommt dein Moment. Du weißt doch, du wirst der nächste König. Und wir lesen zusammen, dass sie ihm gesagt haben, das ist jetzt der Moment, wo Gott sogar dir den Feind in die Hand gibt. Bring ihn um. Und dann sind wir frei. Dann haben wir keine Sorgen mehr. Und was mich so fasziniert an dieser Geschichte, ist einfach, das tiefe Vertrauen, das David hatte, in Gott, hat ihn dazu bewegt, den Saul eben nicht umzubringen. Er hat gewusst, ich möchte nicht in das Kanisterdenken eingehen, sprich, ich will selber ihn umbringen, ich will selber meine Position erreichen, ich will selber das Timing bestimmen, es muss jetzt um mich gehen, ich will der König werden. Sondern er ist ins Heilige Geistdenken hinein. Er hat so eine tiefe, intime Freundschaft mit dem Heiligen Geist, mit Gott gehabt, dass er gewusst hat, ich vertraue in dieser herausfordernden Zeit, in der ich gerade bin, meinem Gott. Wenn er möchte, dass ich König wird, dann schaut er und ich vertraue ihm. Ich weiss nicht, ob du vielleicht auch mega gerade in einer herausfordernden Situation bist. Dann soll die Geschichte dich einfach ermutigen, dass du darfst wissen, hey, wir haben einen Gott, der dich sieht, der dich liebt. Er nennt uns seine Kinder. Und weißt, ich habe mich jetzt diese Woche gerade ein bisschen geachtet auf das Heilige Geistdenken und das Kanisterdenken. Und ich bin ehrlich gesagt
bisschen verschrocken, wie oft ich selber in das Kanisterdenken hineingehe. Es passiert mir so oft, dass ich selber merke, ich möchte selber regeln. Ach komm, ich habe jetzt keine Zeit, um den Heiligen Geist zu fragen. Ich werde egoistisch. Beispielsweise bin ich von einer Woche von der Ferien heimgekommen. Und nach der Ferien sollte man erholt heimkommen und relaxed. Und wir sind in unsere Wohnung zurückgekommen, wo wir erst seit kurzem wohnen und sie stinkt einfach abartig nach Rauch. Und ich habe mich so aufgeregt. Zwei Tage lang bin ich einfach so zickig gewesen und ich weiss, das sieht man mir gar nicht an. Ich bin so ein sehr ausgeglichener Mensch, aber zwei Tage bin ich einfach fast unausstehlich gewesen. Und bevor ich das Kanisterdenken reingehauen und habe alle rundherum genervt, anstatt den Heiligen Geist bitte in dieser Situation mit mir durchzukommen, ihn um Rat zu fragen. Weil er möchte sich so genau um solche Situationen kümmern. Um ganz einfache Alltagssachen. Zwei Tage später bin ich dann zum Arzt, hatte eine Schwangerschaftsuntersuchung. Und sie hat das Herzchen vom Baby und hat jetzt einen Fleck entdeckt, der eigentlich nicht dorthin gehört. Und sie hat gesagt, es sei wahrscheinlich nicht schlimm, aber ich müsse weitere Untersuchungen. Und ich habe wieder gemerkt, okay, gehe ich jetzt in das Kanisterdenken, Sorge und Ängste wollen kommen. Ich habe mich um mich selber anfangen zu drehen. Was könnte passieren in Zukunft? Oder entscheide ich mich für das Heilige Geistdenken und weiss, hey, Gott liebt mich. Und er sieht meine Situation und er möchte mir helfen und ich möchte mit ihm dort durchgehen. Und ich glaube, wenn wir gerade in so herausfordernden Situationen lernen, Gott zu vertrauen, wie das der David gemacht hat, dann kann seine Liebe, die er für dich und für mich hat, sich noch viel tiefer in unser Herzen verankern. Und ja, ich habe es schon gesagt, er nennt dich seinen Sohn, seine Tochter, weil er dich einfach so fest gern hat. Und ich glaube, du darfst mit all deinen Emotionen, Sorgen, Herausforderungen, Challenges zu ihm kommen. Real, so wie du bist. Und das sehe ich an meiner Tochter täglich und es ist so inspirierend, wie sie zu mir kommt, wenn sie sich glücklich fühlt, aber auch schlecht fühlt, wenn sie irgendwie müde ist oder wenn sie krank ist. Sie wird einfach zu uns kommen und umarmt werden und die Liebe abholen, die sie gerade braucht. Das ist doch so schön, wie sie uns einfach vertraut und weiss, dass sie geliebt ist. Und das ist so ein schönes Bild, das auch für dich und für mich gelten soll, weil unser Vater liebt dich so fest, das können wir uns gar nicht vorstellen. Wir haben es zwar jetzt gehört von so vielen Bibelversen, aber ich wünsche mir, dass das tief in unseren Herzen noch verankert wird, dass du in deinen Herausforderungen, in deinen Gefühlen, dort, wo du gerade stehst, darfst wissen, dass du zum Heiligen Geist darfst gehen, mit ihm möchtest durchgehen und immer mehr darfst lernen, ihm zu vertrauen und seine Liebe darfst abholen. Ja, yes, so gut. Danke, Miri. Hey, ja, Gottes Liebe verankert sich in unserem Herzen, wenn wir unser Kreuz auf uns nehmen. Scharfe Aussage heute am Sonntagabend und wir wollen jetzt in den nächsten paar Augenblicken zusammen entdecken, hey, was heisst das, ein Leben voller Hingabe zu leben, damit sich die Liebe von Gott in unserem Herzen kann verankern. Ich möchte die Stelle anschauen, wo Jesus das sagt mit dem Kreuz auf sich nehmen. Steht in Matthäus 16, 24. Er sagt, wer zu mir gehören will, darf nicht mehr sich selber im Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Eine Stelle, die er herausfordert. Und ich merke, die Stelle fordert mich auch heraus. Und das Problem ist, wenn ich jetzt mit dieser Stelle in ein Kanisterdenken hineinkomme. Weil wenn ich da in ein Kanisterdenken hineinkomme, dann glaube ich, dass ich mich jetzt am Sonntag auffühle, dann gehe ich in die Woche so als mit dem Motto, das Leben als Christ ist von Montag bis Samstag einfach nur Mist, weil ich mich einfach ganz angebe, mich einfach demütigen lasse und irgendwie schaue, dass mein Tank nicht ganz leer wird, aber ich merke, ja, ich gebe, ich schaue, dass ich nicht zu kurz komme, aber das Kanisterdenken bringt mich absolut in eine falsche Demut. Aber ich glaube, wenn wir so eine Stelle bekommen, wo Jesus uns einen Auftrag gibt oder uns auch herausfordert, dann können wir das Ganze mit dem Heiligen Geist denken anschauen. Und was heisst das da, das Ganze mit dem Heiligen Geist denken anzuschauen? Es heisst, er hat seinen Geist in unser Herzen ausgossen.
Damit wir, wenn Jesus uns etwas gibt, einen Auftrag, eine Herausforderung, damit wir merken, hey, wow, da ist vielleicht viel mehr Wahrheit dahinter, dass ich in das hineinsteppen kann. Und je mehr ich mich vielleicht angebe, vielleicht muss es nicht heissen, dass sich die Liebe, oder ganz bestimmt muss es nicht heissen, dass die Liebe weniger wird, sondern die Liebe vertieft sich. Und die Beziehung zu dem Vater vertieft sich. Ich möchte uns heute Abend ermutigen mit dieser Stelle und indem wir Jesus anschauen. Ich meine, Jesus gibt uns nicht einfach nur ein Statement und sagt, hey, nimm das Kreuz auf dich und viel Spass, viel Glück. Sondern was Jesus macht, ist, er lebt es selber vor. Und wenn ich das Leben von Jesus anschaue, das begeistert mich zutiefst, weil ich einfach merke, Jesus hat den schönsten Ort, den es gibt, verlassen. Gegenwart Gottes. Der Ort voller Harmonie, voller Liebe, voller Freundschaft hat er verlassen und ist auf die Welt gekommen, wo Leiden herrscht, wo Macht herrscht, wo Egoismus herrscht. Und schon nur der Fakt, dass er den schönen Ort verlässt und auf die Welt kommt, heisst es, dass er schon irgendwo durch eine Hingabe gelebt hat, sein Kreuz auf sich genommen hat. Sein Leben auf dieser Welt, sein Wirken in diesen 3 Jahren, voller Hingabe, mit dieser Kraft des Heiligen Geist. An vielen Orten war er nicht willkommen. Aber Jesus hat gewusst, durch den Heiligen Geist lebe ich die Hingabe, weil meine Beziehung zum Vater verankert ist und verwurzelt ist. Jesus hat sein Zuhause verlassen, aber er hat nicht seine Identität verlassen. Jesus hat gelebt in dieser Beziehung mit dem Vater, im Einklang. Und das ermutigt mich, weil die Natur von Jesus, das Wesen von Gott ist voll hingegeben. Die Natur von Gott ist genau auch, ich gebe mich voll an. Es heisst in der Bibel, Jesus ist das sichtbare Bild vom unsichtbaren Gott. Mit anderen Worten, so wie Jesus, so ist Gott. Gott ist voll hingegeben. Wir lesen es in der ganzen Bibel durch. Weil er sich uns Menschen immer wieder offenbart und sich uns angibt. Sein Geist, den er uns geschenkt hat, ist voll von Hingabe. Und was mich ermutigt ist, der Jesus hat das gelebt und jetzt sagt er, und jetzt sind ihr dran. Ich traue es dir zu. Dass du täglich dein Kreuz auf dich nimmst, dass du dich nicht im Mittelpunkt stellen musst. Ich traue es dir zu, dass auch wenn die Herausforderungen kommen in dieser Welt, du musst den Preis zahlen, dass du nicht in so ein Kanisterdenken hineinfallen und Angst haben, dass du zu wenig hast, sondern ich traue es dir zu, dass du aus dieser Kraft von dem Heiligen Geist kannst die Frucht von der Liebe in diese Welt raustragen. Und das begeistert mich, weil ich merke, hey, wow, das dürfen ich und du, dürfen in das hineinsteppen, wo Jesus für uns parat hat. Und so verankert sich die Liebe von Jesus in unserem Leben, indem wir einfach unsere Berufung leben, indem wir das Kreuz auf uns nehmen. Und ich liebe es, wie Jesus dann im Vers 25 sagt, hey, wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Schau, hinten raus ist immer ein Gewinn. Immer ein Gewinn. Wenn wir im Heiligen Geist leben, im Heiligen Geist denken, da ist immer ein Gewinn. Hinten raus. Ich habe vor ein paar Wochen ein gutes Gespräch gehabt mit jemandem, wo es wiederum gegangen ist, hey, weißt du, der Weg von der Jüngerschaft mit Jesus, der Weg von der Nachfolgschaft, vom Auftrag im Heiligen Geist, der ist ja schon gut. Aber was heisst das? Heisst das, ich muss jetzt meine Lehrstelle aufgeben, damit ich so ein Leben leben kann, in der Wüste und Heuschrecken essen. Und ich sagte, nein, nicht ganz. Ich glaube, der Weg vom Kreuz auf sich nehmen geht nicht in erster Linie darum, zum äußerlich etwas ändern. Ich glaube schon, wenn der Heilige Geist dir etwas aufzeigt und du äußerlich kannst ändern, mach es einfach. Aber ich glaube, es geht darum, dass wir innerlich etwas verändern. Innerlich unsere Herzenshaltung, unser Herz vollkommen dem Auftrag, dieser Hingabe, die Jesus gelebt hat, vollkommen dem committed. Und etwas, was mir praktisch mega hilft, ist ein Gebet, das ich euch aufzeigen möchte, das ich nachher mit euch zusammen möchte beten. Was ich merke, ist, wenn ich mein ganzes Leben Gott angeben will, dann sage ich, fange ich an, Jesus, übernimm du komplett meine Gedanken. Und Miri hat es gesagt, wir haben am Montag den Untersuch gehabt und ich habe schon gewusst, da kommen so Gedanken, wo ich irgendwie könnte entertainen. Was ist, wenn mit dem Kind nicht alles in Ordnung ist? Ich habe wie mir müssen sagen, hey, Gott, deine Gedanken über meine Gedanken. Du siehst viel weiter und ich proklamiere im Gebet deine Gedanken.
Das nächste sind die Augen. Ich habe eine mega lustige Begegnung in der Ferien. Und zwar sind wir so einen Hügel hochgelaufen in Italien und dann hinter uns fährt so ein Motorradfahrer mega schnell und ich laufe so mit meinem Töchterli an der Hand und ich habe gedacht, hey Alter, der fährt voll in uns rein. Und dann habe ich mein Töchterli weg und gedacht, hey, was läuft? Und dann, eine kurze Zeit später, habe ich den gleichen Dude noch mal gesehen, wie er am Hinken ist. Und irgendwie in dem Moment habe ich gemerkt, hey, Gott hat meine Augen verändert, weil ich habe nicht einen Vollpfosten gesehen, der in uns hineingefahren wäre, sondern was ich gesehen habe, ist ein Mensch, der Jesus in dem Moment begegnen kann. Und irgendwo durch bin ich nachher wieder im Konflikt gewesen. Oh, soll ich jetzt wieder beten? Soll ich jetzt wieder beten? Und innerlich bin ich voll in diesem Konflikt drin gewesen. Gleichzeitig aber auch bin ich stolz auf mich gewesen. Wow, Paul, Gott hat deine Augen verändert. Du siehst, wie Jesus sieht in diesem Moment. Und ich habe eben, wie gesagt, am Schluss nicht für dich gebetet. Aber gleich habe ich gemerkt, Jesus hat meine Augen verändert. Das Gleiche mit den Ohren. Hey, so viele Einflüsse, die wir haben, tagtäglich. Über Social Media, in Gesprächen und wo wollen sich in unserem Herzen verankern. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist zu sagen, Jesus, ich möchte deine Stimme hören. Du bist der gute Hirt. Du bist der gute Schäfer. Jesus, deine Stimme soll prominent sein. All meine Gedanken, deine Stimme zuerst und nicht alle anderen Stimmen. Etwas, wo wir komplette Hingabe leben können, ist unsere Worte. Und vor ein paar Jahren hatte ich eine mega vulgäre, wüste Sprache. Viel geflucht und Gossip, viel schlecht in den Umgang geredet. Und ich habe gemerkt, hey, Jesus möchte, dass ich mit meinen Worten Leben sprich. Und für mich hat es auch dort geheissen, hey, mein Kreuz auf mich nehmen in gewissen Freundeskreisen, wo wüst geredet worden ist, wo gossipt worden ist, habe ich gewusst, hey, nein, ich will das nicht mehr. Ich bin anders. Ich muss dort nicht mit drauf einsteigen. Auch wenn ich am Schluss als Fromme dastehe, als Speiser dastehe, bin ich zum Teil da gestanden. Aber ich habe gewusst, meine Worte sollen da sein, zum Leben sprechen. Oder auch Jesus, nimm du meine Gaben, meine Talente, meine Ressourcen. Ich gebe sie dir vollkommen her. Alles, was ich schaffe und kreiere, widme ich dir. Mein ganzes Leben. Jesus, übernimm du meinen Weg. Dort, wo ich hingehe, was für Entscheidungen, dass ich treffe, will ich dir unterstellen. Und das alles, weil der Heilige Geist in unserem Herzen verankert ist. Und für mich ist das so praktisch. Das ist etwas, das kann ich alltäglich machen. Ganz praktisch. Wenn ich merke, hey, ich bin bereit, einfach wie zurück in das Kanisterdenken hineinzukommen, vielleicht zurück in die Sünde, merke ich, hey, wow, nein, ich nehme das Kreuz auf mich. Und das heisst ganz praktisch, meine Gedanken, meine Ohren, mein Maul, meine Augen, meine Füße, meine Hände unterstelle ich dir. Yes. Ich habe gemerkt, dass ich glaube, wir alle hören viel von, wow, Liebe ist mega krass, Liebe verändert alles und du hast die Bibelstelle, wir singen über die Liebe von Gott. Ein Leben wirklich zu leben, dass die Liebe in deinem Leben Fuß fasst und durch durchdringt und seine ganze Kraft entfaltet, ist in der heutigen Zeit vielleicht noch ein bisschen schwierig. Ich war gestern als Streetbraid, hat mich erinnert an meine Zeiten auch, wo ich Drogen genommen habe. Und das Schwierigste an der Droge zum Loskommen ist, ich weiss, ich kann so schnell wieder an den Punkt kommen, wo ich mich wieder glücklich und erfüllt fühle. Mit einer Pille, zack, ist alles wieder gut. Und einen Weg zu gehen mit Jesus, die drei Sachen, mit dem Heiligen Geist Beziehung leben. Es braucht amigs Zeit, es muss sich amigs wirklich aufmachen. Man muss amigs auch die Sachen hören, die der Heilige Geist sagt, wo man findet, ja, ist jetzt nicht so angenehm. In den Schwierigkeiten, Gott zu vertrauen, dass er mich immer noch liebt. Ich jämmerle so gern. Und ich liebe meine Sorgen auch amigs. Aber wirklich zu sagen, hey Gott, ich vertraue deiner Liebe, ich komme nicht zu kurz. Mich nicht zu vergleichen mit anderen. Es ist tough. Und Jesus nachzufolgen, so gut wie es geht, immer wieder ihm alles zur Verfügung stellen,
damit die Liebe von Gott wirklich in dein Herz hineinrutschen kann, ist jetzt auch nicht unbedingt das Einfachste und Schnellste. Und gleich wissen wir, haben wir erlebt und glauben an das, und viele da drinnen haben es auch erlebt, den Weg zu gehen, den schmalen Weg zu gehen und Gottes Liebe auf diese Art nachzueifern. Es ist erfüllend. Mein Leben wächst. Ich kann wirklich aufrichtig sagen, in den letzten Jahren, mein Leben ist jedes Jahr besser und erfüllter geworden. Bei allen Challenges, die immer noch kommen, aber es lohnt sich, den Weg zu gehen mit Jesus. Und wenn es darum geht, dass die Liebe in deinem Leben zum Ziel kommt, dann nimm keine Abkürzung. Es gibt keine Abkürzung. Und kommst dann zusammen auf und wir gehen diese drei Sachen durch. Komm, wir machen es so rum. Und vielleicht bist du das erste Mal da und sagst das erste Mal, Jesus, ich gebe dir mein Herz. Bist du mein Retter? Ich nehme das Geschenk heute an, dass du mich so geliebt hast, dass du dein Leben gibst für mich. Bist du mein Retter und mein König Jesus. Und für uns alle, komm, wir beten, dass wir von dem Kanister denken, von dem nach innen gerichteten, nur unsere Not gesehen haben, unseren Blick ändert auf den Heiligen Geist. Danke, Heiliger Geist, dass du in mein Leben gekommen bist. Und in all meinen Löchern, in all meinen Mängeln, in allem, wo ich diese Liebe nicht begreife oder mich selber so hart verurteile, bitte leite du mich in diese Liebe. Lass mich dich erleben, mehr und mehr. Du bist in meinem Herz. Wirk und verbreite die Liebe. Ich mache dich, Heiliger Geist, zum König von meinem Herz. Amen. Und Heiliger Geist, du siehst auch die Situationen von uns, wo wir einfach mega herausgefordert sind oder wo mega schwierig sind für uns. Und ich danke, dass du, Heiliger Geist, kommst in die Situation und uns siehst. Und wir dürfen in dieser Situation nicht verzweifeln, sondern dir dürfen vertrauen. Wir dürfen vertrauen, dass du es gut mit uns meinst, dass du uns liebst, bedingungslos. Egal wie die Situation gerade aussieht, ob wir etwas selber dafür können oder nicht. Ich danke dir, dass du jetzt kommst. Als auch ein Tröster, als einer, der Hoffnung verbreitet, als jemand, der Frieden gibt, jemand, der Gesundheit schenkt, der wieder Perspektive schenkt. Und ich danke dir, dass du uns deine Kinder nennst und wir einfach ungefiltert dürfen mit allem zu dir kommen. Und wir dürfen wissen, wir sind bei dir mehr als willkommen. Und egal wie fest es in unserem Leben stürmt, du verhebst und du nimmst uns ernst. Du siehst jede einzelne Person und unsere Situation. Und ich danke dir einfach so vielmal, dass deine Liebe heilt. Ja, wenn du mit mir das Gebet von der Hingabe beten willst, dann darfst du deine Hände ausstrecken und sagen, Jesus, da bin ich. Jesus, wir sind da. Übernimm du unsere Gedanken. Deine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Und das wollen wir proklamieren über unserem Leben, über unseren Alltag. Jesus, unsere Ohren sollen hören, was du sagst. Tag für Tag. Dort, wo wir jetzt da sind und Mühe haben, um deine Stimme zu hören, dort wollte ich einfach aussprechen und über dich aussprechen, dass du die Stimme vom Hirte anfangen zu hören. Dass der Kanal sich befreit im Namen Jesus. Herr, salb du, segne du unsere Augen. Dass wenn wir in die Welt rauslaufen und rausschauen, dass wir sehen, was du siehst. Jesus, wir wollen sehen, wie du siehst. Jesus, unsere Lippen sollen bekennen, wie gut du bist. Unsere Lippen sollen die Wahrheit sprechen, Jesus. Sollen liebend sein. Jesus, unsere Hände sollen schöpferisch sein wie deine Hand. Unsere Gaben, unsere Talente, unsere Ressourcen, wenn wir dir zur Verfügung stellen, damit du dein Reich bauen kannst, Jesus.
unseren Schritt, unseren Weg sollst du lenken. Wir laufen vielleicht los, aber du lenkst. Jesus, danke, dürfen wir in die Richtung laufen, wo du uns rufst. Jesus, und zuletzt unser Herz. Danke hast du es gefüllt mit deinem Geist. Danke hast du unser Herz in dieser Lage, wo sie die Liebe immer wieder erkennt. Die Tiefe von dieser Liebe immer wieder erlebt, Jesus. Danke, Jesus, dass du gut bist in unserem Leben. Danke, Jesus, dass du gut bist.